ihr euch in den Kommentaren nicht immer so darüber beschweren würdet, dass ich angeblich so rumschreie, würde ich jetzt wirklich richtig rumschreien, denn ich habe hier in meinen Händen, ja, ihr seht richtig, eine Make-up-Kollektion von Glücksbärchen. Dass ich sowas noch in meinem Leben erleben darf, ist wirklich ein Traum. Ich zeige euch jetzt mal, was es alles hier in dieser Kollektion gibt und ich sage euch ganz ehrlich, ihr werdet tot umfallen. Hoffentlich nicht. Nein, das ist kein Kuscheltier, das hier ist ein Blush. Für mich wird es ein bisschen schwierig mit Blush, weil es wirklich absolut nicht meine Farbe ist, aber es ist trotzdem ein Blush. Das ist so flauschig. Das hier ist kein flauschiges Buch, das ist eine Lidschattenpalette. Das ist einfach eine Lidschattenpalette. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr die Farben schön findet. Dann gibt es diese kleine Tasche hier. Und hier sind einfach 3 Lipglosse drin. Das ist einfach so anders süß. Dann gibt es hier 2 Eyeliner-Sets. Einmal in grün und einmal in pink. Man könnte einfach meinen, das ist Cosmo und Wanda. Und zu guter Letzt gibt es noch das hier. Und das ist anscheinend ein Highlighter. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze funktionieren wird. Okay, das sieht einfach so aus. Und wir schauen einfach mal, ob das jetzt funktionieren wird. Anscheinend muss man einfach nur so draufpressen. Oh mein Gott. Seht ihr das? Es geht aber noch weiter. Wir haben hier 2 weitere Blushes. Und können wir darüber reden, wie wunderschön die sind? Diese Farbe hier perfekt für mich geeignet. Diese wahrscheinlich eher nicht. Dann haben wir hier nochmal ein Eyeliner. Und ihr werdet es mir nicht glauben, der Eyeliner hat einfach Fell dran. Der hat einfach Fell. Das ist flauschig. Und jetzt, Freunde, haltet euch fest. Das letzte Teil ist einfach ein unfassbar süßer Spiegel. Aber was ich mir jetzt wirklich frage, mit was sollen wir anfangen? Was sollen wir zuerst testen?